Ja, Kai-Uwe, herzlich willkommen bei uns auf dem Stand. Hallo Klaus. Schön, dass du da bist. Freue mich. Die IWA, wir haben schon 3 Tage hinter uns, deswegen freut es mich, dass du jetzt bei uns bist. Wir haben letztes Jahr viel mit dir zusammengearbeitet im Bereich von bleifreien Geschossen. Wir haben das Evo Green gehabt, wir haben das Hit gehabt und das Löwenhand Geschoss. Ja. Erzähl doch mal, was hast du letztes Jahr so erfahren im Bereich der bleifreien Geschosse? Also ich habe ja im Grunde genommen alle bleifreien Geschosse eures Unternehmens geschossen. Die Hit Short Rifle, die Evo Green und die Driven Hunt in unterschiedlichsten Situationen. Und ich glaube, die Diskussion, ob bleifrei funktioniert oder nicht, die ist eigentlich nach der letzten Saison, auch das, was wir im Video gezeigt haben, erloschen. Alle Geschosse aus eurem Hause haben eine sehr hohe zielballistische Wirkung. Knockdown-Effekt, sie haben natürlich unterschiedliche Einsätze. Genau. Ja, also ich sag mal so, den Teilzerleger, das Deformationsgeschoss und das neue Drückjagdgeschoss. Wenn ich mich richtig entsinne, habe ich damit auch bis zu 140 Metern geschossen. Ich entsinne mich noch auf Schwarzwild, welches auch im Knall lag. Ich weiß, dass die Driven Hunt das Geschoss ist, wo ihr sagt, sie ist eine reine Drückjagdpatrone auf eine Entfernung für 100, maximal 120 Meter konzipiert. Richtig. Ja, sie ist ja deutlich langsamer als die Evo Green oder die Hit Short Rifle, die ich ja beide, wie die Zuschauer wissen, aus einer Waffe, nämlich der Krieghoff Semprio, fast Loch in Loch schieße. Genau. Ich könnte also kannst du so austauschen, ne? Ich kann je nachdem, was an Wildart vorkommt und wenn es schweres Wild ist, dann kann ich auf die Hit switchen. Richtig. Und wenn es leichteres Wild ist, nehme ich die Evo Green, wobei ich die auch in einer 9374R schieße. Sowohl als auch. Sowohl. Korrekt. Also ich habe letztes Jahr nicht eine Nachsuche gehabt. Das, was wir zeigen konnten, wo der Kameramann mit dabei war, hat mir immer eine exzellente Tötungswirkung. Das muss man so sehen. Eine sehr hohe Präzision. Und ich weiß, dass sie aber dieses Jahr auch bei der Driven Hunt etwas Neues macht, was Neues bringt. Da bin ich natürlich gespannt drauf, weil wir ja jetzt schon die neue Saison planen. Und was kommt denn da bei der Driven Hunt? Wir werden natürlich die Driven Hunt, das Programm weiterhin ausbauen. Und wir haben jetzt gerade auf der IWA im Moment vorgestellt die Short Rifle. Das heißt also auch wiederum Rücksicht nehmen auf die modernen Waffen, alle kürzere Läufe. Ja. Und das heißt, diese Driven Hunt wird jetzt nochmal in der Short Rifle Version rauskommen. Das wird jetzt in 2-3 Monaten sein. Und dann denken wir, haben wir ein breites Programm aufgestellt. Ja, und dann mal schauen. Das heißt, die ist dann etwas ähnlich wie die Hit Short Rifle rasanter geladen, progressiver im Abbrennen des Pulvers? Sie ist so gedacht, dass eben bei den kurzen Läufen die Energie aufs Geschoss schnell übertragen wird. Okay. Wir haben hier nicht die Länge der Läufe, sondern die kürzeren Läufe. Dann verwenden wir ein etwas anderes Pulver, dass die Energie schneller aufs Geschoss übertragen wird. Das ist der Grund für diese besondere Laborierung. Ja, und die Distanz wird aber weiterhin, sagen wir mal, definiert, Drückjagd bis 120 Meter. Genau. Okay, verstanden. Ja, ansonsten bin ich ja wunschlos glücklich mit der Geschossauswahl, die ich von euch im letzten Jahr hoch und runter getestet habe. Und das Thema bleifrei ist für mich eigentlich keines mehr. Ja. Ja, aber das ist schön. Das ist immer schön, wenn man mal aus der Praxis, aus Erfahrungen hört. Wir können natürlich im Labor arbeiten. Wir machen auch sehr viele Testabschüsse, bevor wir natürlich ein Geschoss marktreif haben. Ja. Und wenn man dann Feedback vom Markt bekommt, und ich glaube, dass in deinem Bereich kannst du das sagen, dann freuen wir uns natürlich. Vielen Dank. Super. Gerne. Gut, danke dir. Klaus, auf eine gute Saison. Bleibt mal Zeit.